Ahoi, oder welcome, liebe Schottland-Freunde. Mit dem Englisch lernen wir noch ein bisschen, also nicht wundern. Scotland Friends, welcome on our channel Cruise Camper. So, das muss mit Englisch auch reichen. Wir wollen ja uns unsere Familien und Freunde zu Hause und Abonnenten nicht vergessen. Ja, denken die sich, hey, Englisch, wir sind das. Ja, wir sind ja kein englischer Kanal. Ne? Genau. Mystisch ist es in Edinburgh. Huiuiui, richtig schön. Etwas nebelig. Genau, wir schauen uns jetzt heute die Altstadt an. Und das soll es auch in diesem Video umgehen. Nur um Edinburgh. Wie gesagt, Stadt wird ja tausendmal unterschiedlich ausgesprochen. Ist halt nicht so wie Hangover. Ja, da vor allem, wenn du hier mit den Leuten sprichst und plötzlich sagt, wer Edinburgh, dann denkst du dir so, Gott, wohin wollen wir jetzt? Oder wohin sind wir jetzt? Naja. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil die Schotten, die sprechen das ja nun mal ein bisschen anders. Ja, und die haben einen wörtlich, also man merkt hier oben schon einen sehr extremen Dialekt. Ja, man so. Muss sich ein bisschen konzentrieren, aber sind super nett. Jetzt wollen wir loslegen. Wir müssen zur 26, die soll uns in die Innenstadt fahren. Wir haben null Plan, wir haben uns eine App besorgt. Ich glaube, wir müssen da gleich mal Tickets kaufen. 2 Pfund kostet eine Fahrt, das können wir jetzt schon sagen. Das hat der nette Herr am Campingplatz oder an dem Stellplatz auch gesagt. Also Informationen kriegt ihr hier eins Ass rein. Genau. Können wir euch definitiv empfehlen. Die Informationen zum Abfahren haben wir jetzt bloß nicht mitgenommen. Nee, Schnitte, das war dumm. Ja, egal. Wir schaffen das irgendwie trotzdem. Wir haben ja Handy und Strom bei. Richtig. Gut, und dann geht's jetzt wann los eigentlich? Nach dem Intro. Das haben wir aber viel gelabert. Schon angemacht. Jawohl, die Busfahrt war schon mal schön. Also war genau. Irgendwie lustig so. Linker Verkehr logischerweise und dann Doppeldeckerbus, also oben gesessen, toll. Und es ist irritierend, muss man dazu sagen, weil auf einmal das Ticket abgelaufen ist, wo man sich denkt, abgelaufen, aber... Ja, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, 5 Minuten hast du Zeit, um in den Bus dann einzusteigen oder irgendwie so. Genau. Ich weiß auch nicht. Also ein bisschen, ja, muss man noch mal genauer gucken. Strange. Auf jeden Fall wichtig ist, es muss aktiv sein, wenn du irgendwie in den Bus einsteigst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und danach Richtig. Ist es egal, weil dann hast du ein Ticket bezahlt. So, genau. Wir sind hier im Waterloo Place ausgestiegen. Und jetzt laufen wir einfach hier umher, ohne Sinn und Verstand. Ihr seht es ja, wenn du mal nach da zeigst, also außer dass es am Bauzaun natürlich ist. Ja, gut, ist, das ist jetzt aber hier. Es ist total nebelig. Also, wir sind echt gespannt. Mystisch, kann man ja hier in diesem Land sagen. Ne? Ja. Und ja, jetzt sind wir gespannt. Wir laufen jetzt in die Richtung runter, weil da ist irgendwo das Castle, beziehungsweise vielleicht laufen wir ganz kurz runter mal zur Station. Das Ach genau, zum Bahnhof hier, genau. Das sollten wir, wenn dann, jetzt tun und dann nicht mehr hinterher, weil wer weiß, ob wir da noch die Gelegenheit haben. Ja, wir wissen ja nicht, was wir noch sehen. Auf jeden Fall, genau. Hier geht alles berghoch. Also wir sind ja auf dem Berg, das sieht man schon mal. Ja, schon schön. Kommt ja. Mit, wenn es euch interessiert. Wir gehen jetzt los. Also dranbleiben müsst ihr, ne? Ja. Thank you.
Ich würde doch behaupten, wir haben schon geile Szenen eingefangen. Oh ja, auf jeden Fall. Also mich begeistert Edinburgh auf jeden Fall ziemlich. Ist sehr, sehr schön, also sehr Harry Potter-like auf jeden Fall. Viele verwinkelte Gassen, wie die Winkelgasse. Also wir kommen gleich nochmal auf jeden Fall zu einer, ich sag mal, Victoria Street. Ne? Genau, die da. Es wird wohl gemeint, da hatte sich J.K. Rowling so die Inspiration an die Winkelgasse. Genau. Ne? Also das ist sehr bunt und so weiter. Wir schauen uns das gleich an. Bestätigt hat es aber nicht. Ja, und jetzt seht ihr das Mystische. Wir stehen vorm Schloss, vorm Castle, aber es ist im Nebel eingehaucht. Und wir gehen nicht rein. Wieso? Was hat George vom Platz gesagt? Genau, George hat gesagt, wir müssen heute buchen, damit wir morgen ins Schloss reinkommen. Also wenn ihr in das Schloss rein wollt, dann müsst ihr einen Tag vorher buchen. Es weiß nicht, was es kostet, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber wir wollten da eh nicht rein, also von daher ist das Thema da sowieso durch gewesen. Genau, wir werden uns jetzt weiterhin diese Stadt anschauen, haben glaube ich noch viel zu sehen. Und wie gesagt, ja, es ist total neblig. Und ihr müsst euch ja vorstellen, hinter dem Nebel ist richtig geiler Sonnenschein, laut App zumindest. Genau. Dass wir das jetzt nicht sehen, ja, manchmal ist es so. Ist aber auch nicht schlimm, weil die Stadt so zu erleben ist natürlich auch richtig cool, weil Schottland gehört, finde ich, auch so ein bisschen mystisch. Ne? Nicht jeden Tag, aber auch gerne mal. Ja, jetzt stell dir mal vor, wir wären jetzt irgendwo draußen in der Landschaft und würden irgendwas gerne sehen, wollen, einen Strand und dann hast du Nebel. Ja, in der Stadt kommst du immer mal in die Gebäude ran. Klar, das Schloss jetzt nicht, aber mein Gott, für was gibt es Google? Ich gucke mir die Bilder an und denke mir, aha, das hast du also verpasst. Ja, so, jetzt werden wir mal von diesem Schlossplatz nach unten noch ein bisschen ein paar Szenen zeigen. Wir werden in die Victoria Street zur Winkelgasse und mal gucken, was wir noch alles so erleben hier in Edinburgh. Ja, was soll man sagen? Also sehr beeindruckend. Wir haben doch jetzt gerade eine ganze Menge gesehen. Ich glaube, das sollten wir mal berichten. Ja, was haben wir auf jeden Fall gesehen? Wir haben auf jeden Fall entsprechend den Geburtsort von Thomas Riddle. Genau, das soll irgendwo, also wir können euch da jetzt mal was einblenden, das soll irgendwo, soll dort
der Name Thomas Riddle irgendwie stehen. Wir haben den nicht gefunden. Auch McGonagall sollte da sein. Haben wir jetzt einen. Wir gucken natürlich jetzt nicht auf jeden Fall. Auch nicht. Grab. Also hier aber ist anscheinend J.K. Rowling mal durch diesen Friedhof gewandert und hat so ein paar Inspirationen, was die Namen betrifft, sich geholt, würde ich sagen. Genau, dann das Elephant House, da hat sie ja, das ist ein Café, da hat sie geschrieben. Also wir haben jetzt richtig auch sehr viel gesehen. Und auch auf dem Friedhof haben wir den Namen Potter entdeckt. Den genau. gab es auch dort, allerdings mit einem anderen Anna Potter und Robert Potter. Also. Ja, gut. Aber auf jeden Fall auch wieder entdeckt. Da haben auch eine ganze Menge Leute vorgestanden. Und wir haben unsere ersten Souvenirs gekauft. Ja, genau. Die ganz besonderen Gummibärchen. Ja. Mal gucken, ob wir die essen oder ob die jemand kriegt. Schauen wir mal. Das überlegen wir uns noch. Ich glaube, die wissen schon, was Sache ist. Nee, das wissen sie ja nicht. Nee, stimmt, richtig. Also, wir werden euch hier nicht keine Geheimnisse verraten, weil dieses Video kommt ja schon. Also, wir haben heute den 1. Mai. Ja, für euch ist Feiertag, hier natürlich gar nicht. Du hast keinen Kollegen mehr. Oh, ich habe wohl keinen Kollegen mehr. Ab jetzt ist der Kollege weg. Ah ja. Mit der Zitrone weggefahren. Mit der Zitrone weggefahren, genau. Nein, alles gut. Auf jeden Fall, was soll ich denn sagen? Weiß ich nicht. Ja, es kommt ja jetzt dann schon am 6. Mai, wenn hier eigentlich Feiertag ist. Hier, genau. Genau, da kommt das Video. Das ist der National Bank-Tag. Frag mich Bank. Doch. Bank National, egal wie der auf Scotland oder irgendwie sowas. Ja, vollkommen, egal. Vollkommen egal. Auf jeden Fall müssen wir dazu sagen, wundert euch nicht, falls ein Video vielleicht mal nicht so kommt, wie ich es per Instagram bewerbe. Es ist mit der Zeitumstellung etwas tricky, ne? Extrem strange. Das ist ja geil, echt. Hier stellt sich dann alles auch um. Also du bist zwar auf einem deutschen Rechner unterwegs, aber es stellt sich dann irgendwie alles um und genau. irgendwie passen die Uhrzeiten nicht mehr so. Da müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. So, ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen schauen, was wir hier sehen. Wie gesagt, der Riecher war richtig, dass ich zur Eisenbahnstation durch wollte, weil so waren wir auf der richtigen Seite der Macht. Und jetzt suchen wir die dunkle Seite der Macht und irgendwann, wie spät ist es eigentlich? Es ist gerade um 12. Ja, irgendwann gibt es dann auch noch Essen, ne? Irgendwas wollen wir noch essen. Wir wollten mal gucken, ob wir irgendwie sowas wie Fish and Chips so traditionell irgendwas machen. Das wäre der Plan. Ja, mal gucken. Ne? Also, aber wo, wissen wir noch nicht. Das werden wir dann entscheiden. Und jetzt haben wir wieder viel zu viel gelabert. Deswegen geht's weiter. Dass wir euch wieder Bilder zeigen. Da sitzen wir wieder im Buggy. Ja, ganz gemütlich. Haben kurze Rast gemacht, haben wir gesagt. Ich habe auch noch mal eine Tablette genommen, sonst wäre das auch spät geworden. Also wir haben das ausgenutzt, was richtig cool ist oder was wir, andersrum gesagt, was wir euch empfehlen sollten. Habt Münzen. Ja.
dann ab britische Münzen, weil man weiß nicht, ob es mit der App funktioniert, dann schmeißt du einfach 2 britische Pfund rein. Genau, pro Person dann sozusagen und dann ist das Thema erledigt. Dann kriegst du einen Zettel und dann kannst du dich hinsetzen. Wir hatten ja richtig Glück, ihr habt es ja gesehen auf der Rücktour. Wir saßen oben, direkt vorne, besser geht's ja gar nicht. Also Schottland, oder Edinburgh, schon eine geile Stadt. Ja, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Also wenn man hier in der Nähe ist, angucken. Angucken, 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 wirklich. Und wir also, empfehlen euch und auch, wer Harry Potter mag, wird Edinburgh echt sehr gerne mit. Wobei nie eine Szene in Edinburgh gedreht worden ist. Nee, ist richtig, aber trotzdem, es ist so wirklich so richtig schön. Aber J.K. Rowling wurde hier entsprechend sehr inspiriert. Sie hat mich sehr inspirieren lassen. Und ich muss korrigieren, das Elephant, was ich glaube gesagt habe, wo sie das Buch geschrieben hat, das ist das Rote Haus, was ihr vielleicht gesehen hattet. Ihr habt es gelesen, ich habe es da korrigiert, denn da hat sie nicht, das ist nicht das Geburtshaus von Harry Potter. Da hat sie zwar Bücher geschrieben, aber nicht entsprechend. Aber stand irgendwas Birth, irgendwas? Ja, Geburtshaus von Harry Potter, aber nicht das erste Buch. Das erste Buch ist nämlich in einem ganz anderen Haus gemacht worden. Ah. Und in dem Hotel, wo wir ausgestiegen sind, am Waterloo Place. Da hat sie mal drin übernachtet. Da hat sie nicht nur drüber übernachtet, da hat sie das letzte Teil, also wie heißt das hier? Die Heiligtümer des Todes hat sie dort in eine Suite geschrieben. Und wenn die Suite offen ist, also wenn sie nicht besetzt ist, dann kannst du da sogar kostenlos rein und darfst dich an dem Tisch setzen. An den Tisch setzen, an den Stuhl, und wo sie das letzte Buch geschrieben hat. Jawohl. Also für Harry Potter Fans ist ja wirklich was Geniales. Und wie gesagt, der Platz, wo wir hier sind, wie gesagt, du läufst einmal über die Straße, schon bist du an der Bushaltestelle und du kannst in verschiedenen Haltestellen also Buslinien steigen dann, in verschiedene Buslinien einsteigen, die 19, die 26, die 26 haben wir uns jetzt gemerkt. Mhm. Das hat auch der, wie heißt er denn jetzt? George. George hat das auch gesagt, genau. Merkt ihr einfach, das ist der zukünftige König von Großbritannien. Also erstmal muss natürlich William sterben, aber George ist dann der Kleine. Mhm. So merkt man sich das. Der hat eine wirre Fantasie da oben. Ich merke mir sowas. Gut, jetzt wollen wir nochmal zu Portobello. Genau, wir wollen vielleicht auch da was essen. Das schauen wir uns dann mal an. Und hoffe, dass dir das auch liegt. Wir werden sehen. Erstmal müssen wir gucken, ob was auf hat. Es ist jetzt 14 Uhr, aber eigentlich Zeit für Mittag wäre. Wir haben hier schon wieder viel zu viel gelabert. Deshalb würde ich sagen, ab geht's, ab zum Strand. So, ich würde sagen, unser Essen ist da. Genau, ein Foto hast du ja gemacht. Du kannst ja mal kurz... genau, also einmal probieren wir das aus. Also ich probiere es sowieso komplett aus. Ich weiß es noch nicht, ob es überhaupt mir mundet. Also mir haben sie das letzte Mal sehr geschmeckt, als ich hier war. Also im schlimmsten Fall hast du sehr viel Essen jetzt. Ja, das wird schon gehen. Aber wir probieren das jetzt einfach aus. Wenn man schon mal da ist, muss man ja genau sowas gegessen haben, ne? Genau, guten Appetit. Guten Appetit. Da sind wir wieder raus, aus Portobello Beach. Oh je, es wackelt. Mensch, mit dem Handy das aufzunehmen ist auch ein bisschen schwierig. Ja, dann lass uns doch stehen. Genau, also war sehr lecker für mich. Ich fand es sehr gut. Und wie sieht es bei dir aus? Also es wird nicht mein Lieblingsessen, das ist klar. Ja, aber klar. So bin ich ja. Ich muss halt in die Kamera also gucken, das ist irritiert. Auf jeden Fall, ich habe es probiert. Klar, relativ teuer. Wir haben jetzt 37,60 Pfund. Genau. Du hast ja aufgerundet auf 45 Pfund. Ja. Das ist schon natürlich teuer. Normalerweise bist du zwischen 7 bis 10 Pfund für aber so einen Fisch und Chips. Wir sind die Lage hier direkt am Wasser und so weiter. Ja, natürlich, also, die muss man ja auch ein bisschen bezahlen. Kannst du ja nochmal kurz zeigen. Genau. Da. Also besser geht's ja nicht mehr. Ich habe ja auch ein Foto drinne gemacht. Und für mich war es aber okay, alles gut. Und wir gehen jetzt zu Aldon, also sprich zu Aldi Süd gibt es hier in Edinburgh. Genau. Und da werden wir jetzt nochmal kurz einkaufen, weil Aldi Nord, nicht Aldi Süd. Das ist Aldi Süd. Ach, ist das Aldi Süd? Das ist lustigerweise Aldi Süd. Verstehe ich nicht, aber egal. Das erkennst du gleich an dem Symbol, dass es Aldi Süd ist. Ja. Auf jeden Fall, das soll es für uns für Edinburgh gewesen sein. Morgen geht es weiter. Wir wissen noch nicht wohin. Wir werden unsere ganzen Points of Interest jetzt mal eingeben. Und also dann auch das, was ihr auch uns dazu geschickt habt, das werden wir mal gucken. Und dann ist ganz wichtig, das Wetter werden wir beobachten und dann werden wir schauen, in welche Richtung es morgen geht. Stand heute eher gehen Westen als gehen, also die Ostküste werden wir wahrscheinlich nicht das machen. Das sieht im Moment so danach aus, ja. Aber wir schauen einfach mal. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir und schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.
what you can't control. We fly, try so hard to get there, and we might be lost, but not forever. There's things in life you simply need to know.